Ey yo, aha, ey yo, oh bitte, wenn ich's bitte, bist du Geschichte, denn ich bin dir 10 Schritte voraus. Gelsenkirchen ist im Haus, diese Strophen gehen raus an jeden, der sich angesprochen fühlt. Ich bin dieser Typ, der gegen den Strom schwimmt. So klingt echter Rap, den ich represent. Die EAL steht für intelligente Denkweise eines aufstrebenden Lyrikers, denn ich bin besser als du denkst. Bevor du das checkst, hab ich schon längst den Text recorded. Das ist Gelsenkirchens Finest. Sag Bescheid, wenn du fürs Battlen bereit bist. Das ist Gelsenkirchens Finest. Sag Bescheid, wenn du fürs Battlen bereit bist. Das ist Gelsenkirchens Finest. Sag Bescheid, wenn du fürs Battlen bereit bist. Ey yo, aha, ey yo. Ich bin immer noch der Junge und mache immer noch die Mucke, die man rappt mit Junge. Diese Mucke ist in meiner DNA verankert, wie das Nest des Adlers. Ich bin auch bekannt als Perfektionist. Ich höre erst auf, bis jedes Wort sitzt. Perfektionist, der Name, den ich trage, nur so am Rande erwähnt. Es ist keine Schande, wenn du jetzt gehst, denn die Niederlage steht dir ins Gesicht geschrieben. Das Battle ist schon längst entschieden und jetzt kannst du abschieben. Das ist Gelsenkirchens Finest. Sag Bescheid, wenn du fürs Battlen bereit bist. Das ist Gelsenkirchens Finest. Sag Bescheid, wenn du fürs Battlen bereit bist. Das ist Gelsenkirchens Finest. Sag Bescheid, wenn du fürs Battlen bereit bist. Ey yo, aha, ey yo, meine oberste Pflicht. Ich bin nicht Dichter geworden, damit sie mich supporten, sondern ich bin Dichter geworden, damit die Worte sitzen. Denn ich besitze die Spitzenfähigkeit an dem verdammten Mic, weil ich es immer noch drauf habe. Herrscht Ausnahmezustand, ich bin immer noch im Aufnahmezustand. Das geht durch die lyrische Blutbahn hinaus. Check das aus, wenn du dich traust, und wenn nicht, dann geh bitte aus dem Rampenlicht weg, wenn der Vorhang fällt. Ideal steht immer noch für intelligente Denkweise eines aufstrebenden Lyrikers. Ich bin immer noch krass Nietzsche und komme immer noch aus Gelsenkirchen City. Ideal steht immer noch für intelligente Denkweise eines aufstrebenden Lyrikers. Ich bin immer noch krass Nietzsche und komme immer noch aus Gelsenkirchen City. Ideal steht immer noch für intelligente Denkweise eines aufstrebenden Lyrikers. Ich bin immer noch krass Nietzsche und komme immer noch aus Gelsenkirchen City. Ich habe nix gegen Jan Delay, aber benutzt mein Nasenspray, Mr. Jan Delay, das ist die Routine. Ich mache gute Miene zum bösen Spiel, keep it real, das ist ein Stilmittel. Darf ich bitten, nehmt mich eure Eminenz oder eure Exzellenz, aber im Endeffekt ist mir egal, wie du mich nennst, so wie deine Existenz, ob du mich für überheblich hältst. Dafür kannst du jetzt gehen, denn ich bin immer noch einer von denen, die immer noch ihr Handwerk verstehen, lyrisch gesehen, yeah. Ideal steht immer noch für intelligente Denkweise eines aufstrebenden Lyrikers. Ich bin immer noch krass Nietzsche und komme immer noch aus Gelsenkirchen City. Ideal steht immer noch für intelligente Denkweise eines aufstrebenden Lyrikers. Ich bin immer noch krass Nietzsche und komme immer noch aus Gelsenkirchen City. Ideal steht immer noch für intelligente Denkweise eines aufstrebenden Lyrikers. Ich bin immer noch krass Nietzsche und komme immer noch aus Gelsenkirchen City.
Ey yo, ich öffne dir den Himmel, bevor ich dich zur Hölle schicke. Denn jede Zeile, die ich schreibe, ist perfekt. Du schreibst nicht mal eine Zeile selbst. Was hinter dieser Zeile steckt, sag ich dir direkt. Du bist ein Industry Plant und lässt dir alles vorschreiben. Du sollst besser schweigen wie Dilemma. Du bist ein Dilemma als Marketingprodukt. Man legt dir die Worte in den Mund. Du wirst ausgenutzt, durchgekaut und danach ausgespuckt. Einfach nur benutzt von der Industrie. Währenddessen mache ich alles in eigener Regie. Das weiß jeder, ich bin kein Hater. Doch du bist ein Faker und das weißt du auch. Du bist nur Schall und Rauch, was niemand braucht. Kurz und knapp, du bist out. Das weiß jeder, ich bin kein Hater. Doch du bist ein Faker und das weißt du auch. Du bist nur Schall und Rauch, was niemand braucht. Kurz und knapp, du bist out. Du klingst wie eine Kopie und eine Kopie kommt nie an das Original ran. Denn was ich da höre, klingt mehr nach Gestöhne als nach Gesang. Wen willst du hier veräppeln? Du bist nicht mal independent. Du Marionette, deine Karriere liegt in Ketten. Du darfst nicht mal auf die Toilette ohne zu fragen. Du musst noch die Leute um dich herum bezahlen. Weil sie in dir investiert haben, musst du die Kohle zurückzahlen. Denn von deinen Plattenverträgen hast du nicht mal das Kleingedruckte gelesen. Was für ein Esel. Das weiß jeder, ich bin kein Hater. Doch du bist ein Faker und das weißt du auch. Du bist nur Schall und Rauch, was niemand braucht. Kurz und knapp, du bist out. Das weiß jeder, ich bin kein Hater. Doch du bist ein Faker und das weißt du auch. Du bist nur Schall und Rauch, was niemand braucht. Kurz und knapp, du bist out. Ey yo, du bist der glücklichste Mensch auf dieser Welt, weil dir meine Stimme so gut gefällt. Deswegen hörst du gefälligst hin, wenn ich am Mikrofon bin und meine Stimme auf dem Beat erklingt. Ist das gar nicht so schlimm, denn ich bin Deutschrap Brad Pitt und spit so Gott will auf Dauerschleife. Man begreife, meine lyrische Reife ist ein Hörgenuss. Das ist der Candlelight Dinner Modus. Ich arbeite an einem neuen Opus, nur ohne Candlelight. Es tut mir leid, dass nach so langer Zeit nichts erschienen ist. Let there be rhyming, wenn ich am Mic bin, bin ich der Wahnsinn, wie der Typ in The Shining. Let there be rhyming, wenn ich am Mic bin ich der Wahnsinn, wie der Typ in The Shining. Let there be rhyming, wenn ich am Mic bin ich der Wahnsinn, wie der Typ in The Shining. Let there be rhyming, wenn ich am Mic bin ich der Wahnsinn, wie der Typ in The Shining. Du hast meine Stimme vermisst, sei doch ehrlich, deswegen werde ich immer was Neues releasen. Du wirst meine Stimme genießen oder hassen, aber ich kann es nicht sein lassen. Denn wer sagt, ich kann nicht exakt rappen, den gehe ich an die Nerven, so wie Botox. Dieser Track ist so wie Rohkost, für dich gibt's nur noch Bonfrost. Du bist so lost, wie deine Helden, zwischen uns liegen Welten. Meine Stimme ist selten, ich danke dir vielmals. Ich bin auch bekannt als ideal krass Nietzsche. Let there be rhyming, wenn ich am Mic bin ich der Wahnsinn, wie der Typ in The Shining. Let there be rhyming, wenn ich am Mic bin ich der Wahnsinn, wie der Typ in The Shining. Let there be rhyming, wenn ich am Mic bin ich der Wahnsinn, wie der Typ in The Shining. Let there be rhyming, wenn ich am Mic bin ich der Wahnsinn, wie der Typ in The Shining. Thank you.
Yo, aha. Ihr seid die erste Mannschaft, der Name SC Schaffrath steht für Zusammenhalt und Gemeinschaft. Ein starkes Team aus dem Ruhrgebiet, das ist der Verein für Groß und Klein. Die Jugend bleibt wie die Farben des Vereins, Schwarz und Weiß, eine Liebe. Inklusion wird groß geschrieben, der Verein ist wie eine Familie, denn ein Aschekrieger spielt in einer anderen Liga und für einen Aschekrieger ist Aufgeben keine Option. Kopf hoch, gemeinsam schafft ihr das schon, denn wenn das Flutlicht angeht, wisst ihr was ansteht, dann heißt es Zeit zum Spielen. Es ist diese Mannschaft, der Name SC Schaffrath, zeigt vollen Einsatz um zu gewinnen, denn der Wille zu gewinnen ist da und der Sieg ist zum Greifen nah. Es ist diese Mannschaft, der Name SC Schaffrath, zeigt vollen Einsatz um zu gewinnen, denn der Wille zu gewinnen ist da und der Sieg ist zum Greifen nah. Es ist diese Mannschaft, der Name SC Schaffrath, zeigt vollen Einsatz um zu gewinnen, denn der Wille zu gewinnen ist da und der Sieg ist zum Greifen nah. Übers Spielfeld fliegen und Tore zielen, um zu siegen, denn ihr präsentiert eure Heimatstadt und jeden Gegner macht ihr platt. Für Rassismus ist hier kein Platz, untergehen wird der SC Schaffrath niemals. Mit all den Sponsoren am Hals geht es dem Vereinsheim blendend. Lasst euch von niemandem blenden, denn auf dem Spielfeld seid ihr Helden und das Spiel kann sich immer wenden. Lasst die Köpfe nicht hängen, aufstehen und kämpfen und immer daran denken, ihr seid ein Team und habt ein gemeinsames Ziel, das Spiel zu gewinnen. Es ist diese Mannschaft, der Name SC Schaffrath, zeigt vollen Einsatz um zu gewinnen, denn der Wille zu gewinnen ist da und der Sieg ist zum Greifen nah. Es ist diese Mannschaft, der Name SC Schaffrath, zeigt vollen Einsatz um zu gewinnen, denn der Wille zu gewinnen ist da und der Sieg ist zum Greifen nah. Es ist diese Mannschaft, der Name SC Schaffrath, zeigt vollen Einsatz um zu gewinnen, denn der Wille zu gewinnen ist da und der Sieg ist zum Greifen nah. Mics are minutes, when it's finished. Pay attention to the mad rap. Verbally, I drop it in ways that you never dream pop. Mics are minutes, when it's finished. Verbally, I drop it in ways. Pay attention to the mad rap. Don't think that it can't. Immer wenn ich was Neues release, kriegst du die Krise und ich genieße die Aufmerksamkeit. Wenn ich das Mic check, gehst du zur Seite, du Scheißgag. Denn hier ist das krasse Schlatter-Projekt. Und ab jetzt bin ich in meinem Element, das man Sprechgesang nennt. Mein Rap ist High-Tech and Quality. Ideal Kosova ist der ideale MC. Mit Familiennamen krass nicht schief. Ich bin kein Berliner, so wie John F. Kennedy. Aber ich erkenne die Hartfressen, die nur stressen. Stattdessen geht mir aus der Sonne. Mics are minutes when it's finished. Pay attention to the mad rap. Verbally, I drop it in ways that you never dream pop. Mics are minutes when it's finished. Verbally, I drop it in ways. Pay attention to the mad rap. Don't think that it can't. I'm living proof. It can happen. Denn wenn ich komme, ist es amtlich. Du bist gar nichts und spielst nicht in meiner Liga. Du gesichtloser Niemand, also schieb ab. Denn du bist so gefährlich wie ein Gartenzwerg und laberst gern, aber von einem harten Kerl bist du weit entfernt. Das krasse Jihad-Rein-Projekt ist wie ein harter Tag. Nach dem krasse Jihad-Rein-Projekt
kriegst du einen Heart Attack. Die Art wie ich rap ist wie ein Art Attack. Ich mache die Art von Tracks, die du nicht checkst. Und jetzt, wer will mich doch dissen? Du kannst dich verpissen. I'm living proof, it can happen. Mics are minutes, when it's finished. Pay attention to the man rap. Verbally, I drop it in ways that you never dream of. Mics are minutes, when it's finished. I drop it and wait. Pay attention to the man rap. Don't think that it can't. I'm living proof. It can happen. Ey yo, ha, ey yo. Okay, jetzt mal ernsthaft, ich hör mir deine Tracks an und frage mich, ist das Kunst oder kann das weg, Mann? So langsam fängt's an und es geht bergab. Also weg damit, alles klingt gleich, es reicht. Ich habe etliche Rhymes auf Lager, du Versager. Siehst aus wie Lady Gaga in einem Froschkostüm. Besser, wenn du deine Tracks in die Toilette runterspülst. Ich werde das Gefühl nicht los, als könnte ich kotzen. Also bloß nicht kotzen von deinem ganzen Grotze. Von deiner Kunst krieg ich einen Tinnitus. Das Wort Kunst kommt von Können und du kannst nicht. Deine sogenannten Spotify-Hits sagen mir nichts, du Witzfigur, wer bist du nur? Lass Rap in Ruhe, du möchtest gern mir Rap erklären. Aber deine lyrischen Qualitäten kann ich an einer Hand abzählen. Ich bin einer von denen, die dich lyrisch auseinandernehmen. Das geht an jeden, deswegen sollst du aufgeben, denn ich finde deine Lyrics einfach beschämend. Ey yo, ha, ey yo, meine oberste Pflicht, ich bin nicht Dichter geworden, damit sie mich supporten, sondern ich bin Dichter geworden, damit die Worte sitzen, denn ich besitze die Spitzenfähigkeit an dem verdammten Mic, weil ich es immer noch drauf habe, herrscht Ausnahmezustand, ich bin immer noch im Aufnahmezustand, das geht durch die lyrische Blutbahn hinaus, check das aus, wenn du dich traust und wenn nicht, dann geh bitte aus dem Rampenlicht weg. Wenn der Vorhang fällt, ideal steht immer noch für intelligente Denkweise eines aufstrebenden Lyrikers. Ich bin immer noch krass Nietzsche und komme immer noch aus Gelsenkirchen City. Ideal steht immer noch für intelligente Denkweise eines aufstrebenden Lyrikers.
Ich bin immer noch krass in die Chi und komme immer noch aus Gelsenkirchen City. Ideal steht immer noch für intelligente Denkweise eines aufstrebenden Lyrikers. Ich bin immer noch krass in die Chi und komme immer noch aus Gelsenkirchen City. Ich habe nix gegen Jan Delay, aber boost mein Nasenspray, Mr. Jan Delay, das ist die Routine. Ich mache gute Miene zum bösen Spiel, keep it real, das ist ein Stilmittel, darf ich bitten. Nehmt mich eure Eminenz oder eure Exzellenz, aber im Endeffekt ist mir egal, wie du mich nennst. So wie deine Existenz, ob du mich für überheblich hältst, dafür kannst du jetzt gehen, denn ich bin immer noch einer von denen, die immer noch ihr Handwerk bestehen, lyrisch gesehen, yeah. Ideal steht immer noch für intelligente Denkweise eines aufstrebenden Lyrikers. Ich bin immer noch krass in die Chi und komme immer noch aus Gelsenkirchen City. Ideal steht immer noch für intelligente Denkweise eines aufstrebenden Lyrikers. Ich bin immer noch krass in die Chi und komme immer noch aus Gelsenkirchen City. Ideal steht immer noch für intelligente Denkweise eines aufstrebenden Lyrikers. Ich bin immer noch krass in die Chi und komme immer noch aus Gelsenkirchen City. Ey yo, aha, ey yo, oh bitte, wenn ich spitte, bist du Geschichte, denn ich bin dir 10 Schritte voraus. Gelsenkirchen ist im Haus, diese Strophen gehen raus an jeden, der sich angesprochen fühlt. Ich bin dieser Typ, der gegen den Strom schwimmt, so klingt echter Rap, den ich represent. IDEAL steht für intelligente Denkweise eines aufstrebenden Lyrikers, denn ich bin besser als du denkst, bevor du das checkst. Hab ich schon längst den Text recorded. Das ist Gelsenkirchens Finest. Sag Bescheid, wenn du fürs Battlen bereit bist. Das ist Gelsenkirchens Finest. Sag Bescheid, wenn du fürs Battlen bereit bist. Das ist Gelsenkirchens Finest. Sag Bescheid, wenn du fürs Battlen bereit bist. Ey yo, aha, ey yo, ich bin immer noch der Junge und mache immer noch die Mucke, die man rappt, Junge. Diese Mucke ist in meiner DNA verankert, wie das Nest des Adlers. Ich bin auch bekannt als Perfektionist. Ich höre erst auf, bis jedes Wort sitzt. Perfektionist, der Name, den ich trage, nur so am Rande erwähnt. Es ist keine Schande, wenn du jetzt gehst.
denn die Niederlage steht dir ins Gesicht geschrieben. Das Battle ist schon längst entschieden und jetzt kannst du abschieben. Das ist Gelsenkirchens Feines. Sag Bescheid, wenn du fürs Battle bereit bist. Das ist Gelsenkirchens Feines. Sag Bescheid, wenn du fürs Battle bereit bist. Das ist Gelsenkirchens Feines. Sag Bescheid, wenn du fürs Battle bereit bist.